Also, jetzt bin ich gerade unterwegs, es ist Abend. So, bin ich auf dem Weg ins Trainingscenter. Und ich habe so süße Shorts auf, damit man mein Tattoo ein bisschen sieht oder dass ich danach genießen kann selber. Da habe ich kein Tattoo. Also, bin eigentlich sehr ruhig. Ich rede nicht so viel. Kann man fast nicht denken. Ich rede einfach fast mehr mit der Kamera als sonst jemanden. Also, jetzt. Ich trainiere aber sehr gern, verschiedene Sportarten. Aber sonst bin ich sehr ruhig und sehr fleißig und arbeite sehr viel. Deshalb habe ich auch so viele Tiere. Und da, mein Bartagam hat gerade als Perli, Bartagam, die kommen ja aus Australien, meidlich so einen dicken Buch gehabt. Jetzt hat sie Eier gelegt. Ganz viele. Also, wenn man guckt, kann man die Eier schauen, dass sie entschlüpfen, aber. Ich habe da eher das Problem, wenn ich noch mehr Bartagam habe. Das genügt mit zwei. Ganz süßes Perli. Und die passen gut zusammen. Ich habe sie jetzt über 2 Jahre. Und die essen Heuschrecken. Diese heißen genau Heimchen-Haus-Crickets. Das geht noch von den Kosten her. Kaffee vielleicht einmal pro Woche. 5 Franken. Habe ich auch für einen Zwergbartagam, ich habe auch einen zweiten, einen dritten. Da musst du noch Salat hin tun, da haben sie Wasser. Sind ganz süß. Und die Eier sind auch ganz schön. Okay, tschüss. Jetzt muss ich trainieren. Ich habe jetzt Schafe. Im Hellas rockt vor, Hänsel mit Schul und Mut, und wo es muss trampeln, die lille, lille Brut. So, Santa. Tschüss. Erinnert mich so an meine Kindheit. Tschüss.